Und damit dann herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen. Auch am letzten Heimspiel darf der Gast anfangen. Herr Rose, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal ist das natürlich ein schwieriger Moment, denke ich, heute für Greuther Fürth. Letztes Bundesliga-Heimspiel erstmal. Deswegen wünsche ich Greuther Fürth und den Fans und allen Leuten, die es mit Greuther Fürth halten, die hier arbeiten, alles Gute. Ich hoffe, dass ihr schnell wieder da seid. Ansonsten war es für mich das erwartet schwierige Spiel. Bundesliga, ein Verein, Greuther Fürth, eine Mannschaft, die über die Saison, auch wenn sie nicht die nötigen Punkte geholt hat, immer wieder sehr kompakt auftritt, sehr gut organisiert. Wenn man Spiele analysiert, habe ich auch vor dem Hinspiel schon gesagt, es dir schwer macht, Räume zu erkennen, mit Ball auch eine klare Idee hat. Das spricht natürlich auch sehr für den Trainer. Und dementsprechend, ja, haben wir uns auch schwer getan, haben trotzdem die Ruhe behalten, wussten, dass wir natürlich auf ihr schnelles Umschalten aufpassen müssen. Dort hatten sie auch zwei, drei ganz enge Situationen, das Abseitstor. Dann haben wir das Tor gemacht und glaube auch das Spiel insgesamt kontrolliert. Bekommen den Ausgleich, reagieren dann dort drauf gut und gehen gleich wieder in Führung. Ich denke, dass das wichtig war in der Phase. Und Gewinn, glaube ich, am Ende verdient hier in Fürth, auch wenn es eine schwierige Partie war. Ich habe wieder ein paar Dinge gesehen, über die wir reden müssen und werden. Ich habe den einen oder anderen Zweikampf gesehen, den wir wieder nicht so angenommen haben, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Aber auf der anderen Seite habe ich hervorragende herausgespielte Tore gesehen, noch ein paar Chancen auch dazu. Und am Ende des Tages haben wir jetzt heute hier den zweiten Tabellenplatz fix gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Stefan, kommen wir zu dir. Ja, erstmal Glückwunsch an Marco natürlich zum Sieg. Ja, wir haben uns schon viel vorgenommen heute in dem Spiel. Wir wussten natürlich auch, welche Mannschaft heute hier in den Rohnhof kommt, mit welcher Qualität, wie sie aber auch Fußball spielen, dass das für uns schon schwierig ist, ja, die Risiken und die Chancen zu erkennen. Wir wollten unangenehm sein, wir wollten ja, vielleicht auch dem einen oder anderen den Schneid abkaufen. Ich finde, wir haben das in der Anfangsphase nicht so gut gemacht. Da waren die Dortmunder sehr lange im Ballbesitz und eine sehr gute Raumaufteilung gehabt, ohne jetzt zwingend gefährlich zu werden. Aber das, glaube ich, hätten wir anders steuern können mit ein bisschen mehr Mut und Aggressivität. Trotzdem haben wir dann unsere Situationen kreiert und ja, wie es Marco schon gesagt hat, ich glaube, in der ersten Hälfte waren wir schon näher an dem Tor dran als Dortmund. Und trotzdem sieht man natürlich dann auch, wie sie das 1-0 dann rausspielen, wie es dann fällt. Ja, es ist klasse. Trotzdem haben die Jungs an sich geglaubt, ja, sind in der Halbzeitpause haben noch mal darauf eingewirkt, dass wir ein bisschen tick mutiger sind, ja, mehr rausverteidigen, früher stechen, machen dann auch aus dem Gegenpressing-Moment das Tor. Und ja, dann fällt natürlich, wie so häufig, das zweite Gegentor viel zu früh. Das ist eine Situation, die man individuell einfach besser verteidigen muss über unsere rechte Seite. Und ich glaube, dann auch mit dem 2-1 hat man gesehen, dass den Jungs dann der Mut gefehlt hat, vielleicht nochmal zurückzukommen. Und wenn du dann Umschaltaktionen bekommst, so wie es wir dann bekommen haben, ist natürlich sehr bitter und kann dann auch ja, deutlich höher ausfallen. Aber insgesamt muss ich auch sagen, wieder eine engagierte Leistung meiner Jungs. Haben wieder versucht, alles so umzusetzen, wie wir es ihnen vorgegeben haben. Aber am Ende reicht es halt nicht, um ein ordentliches oder gutes Spiel zu machen gegen Borussia Dortmund. Und deswegen haben wir auch verloren. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Medienvertretern. Sebastian Wessling hat sich als erstes gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Wir haben ja so ein bisschen Disco-Musik im Hintergrund. Marco, es war ja ein Thema in dieser Saison öfter mal, dass die Mannschaft nicht immer optimal mit Rückschlägen umgegangen ist. Jetzt hat man heute diesen Ausgleichstreffer gehabt in der Phase, wo er sich nicht zwingend abgezeichnet hat, dann sofort aber wieder Führung und weiter aufs nächste Tor gespielt. Stimmt dich das hoffnungsfroh oder ist das besonders wertvoll, dass die Mannschaft das in so einem Spiel jetzt auch mal dann eben so gezeigt hat? Ja.
Also ich finde, du hast ja alles gesagt und ich weiß ja, was dann aus Antworten, einfach nur ja. Also weil es sicher richtig ist und wenn man das so sehen will, dann darf man das gerne so sehen. Wir nehmen auch gerne positive Dinge mit. Ja. Jonas Ortmann. Ja, danke schön. Hallo Herr Rose, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Sie wirkten nach dem Spiel sehr gelöst. Sie haben vor der Kurve irgendwie, finde ich, sehr rumgesprungen, teilweise euphorischer als die Spieler. Sind Sie heute irgendwie besonders erleichtert nach dem Sieg oder wie kann man das vielleicht erklären, dass Sie da vor der Kurve heute so euphorisch waren? Nur die Fans haben halt lange gesungen und dann dachte ich mir, jetzt springe ich einfach mal. Also nur dastehen war mir, die Jungs sind ja gelaufen, die waren müde und ich bin halt gesprungen. Aber das hat nichts mit meiner Gemütslage zu tun. Ich bin froh über den Sieg. Wir freuen uns alle gemeinsam über den schwer erkämpften, erspielten, erarbeiteten Sieg hier in Fürth. Wir sind jetzt am Ende Zweiter. Aber ansonsten war meine Gemütslage nicht speziell. Cedric Gebhardt. So, jetzt ist mein Mikro hoffentlich auch nicht mehr stumm. Herr Rose, vielleicht können Sie ein paar Worte zu Julian Brandt sagen. Der ist ja in dieser Saison, wird auch mitunter kritisch gesehen für seine Leistung. Heute hat er eben einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet. Vielleicht können Sie ein paar Worte zu ihm sagen. Ja, er hat das hervorragend gemacht und gezeigt, dass er dieses Jahr eine wichtige Rolle bei uns gespielt hat. Er hat Tore vorbereitet, eine Menge Tore geschossen. Und deswegen hat er auch ein hohes Standing bei mir als Trainer, ein hohes Standing im Verein. Er fühlt sich sehr wohl auch bei Borussia Dortmund. Jule ist auch selbstkritisch. Er weiß genau, was möglicherweise im vergangenen Jahr nicht so gelaufen ist. Er weiß auch, was er noch verbessern kann. Ich glaube, dass er noch Potenzial, noch Luft nach oben hat. Und daran werden wir natürlich arbeiten, das dann auch auszuschöpfen. Michael Fischer. Guten Tag, Herr Leitl. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Interview ist noch ein bisschen lauter. Sie hatten vor dem Spiel gesagt, dass es heute für Sie emotional sicher nicht einfach werden würde. Vor dem Spiel wurden Sie mit Applaus von den Rängen verabschiedet. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Welche Gefühle dominieren in Ihnen? Ja, emotional war es vor dem Spiel schon so, dass es schwierig war. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil in der Phase... Entschuldigung, war es schon so, dass mir mal nochmal die letzten 3,5 Jahre so durch den Kopf gegangen sind. Während des Spiels habe ich natürlich versucht, oder nicht nur versucht, sondern das ist dann nicht aktuell einfach. Und ich bin jetzt auch noch schon noch irgendwie im Spielmodus und kann das Ganze noch nicht so richtig verarbeiten. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen kommen. Auf der anderen Seite kann ich nur noch mal sagen, ja, vielen Dank an alle Zuschauer, an alle Fans für das, was heute hier wieder passiert ist. Ich glaube, dass es außergewöhnlich ist. Die Menschen hier in Fürth haben, ja, sind sehr einfühlsam, können Situationen gut einschätzen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir uns heute gerne mit einem Sieg oder mit einem besseren Ergebnis, ja, Sieg haben wir ja schon vor dem Spiel gesagt, ist natürlich war einfach eine hohe Hürde, aber vielleicht mit einem Punkt von unseren Heimfans verabschieden. Es ist nicht ganz gelungen, ja, trotzdem war die Leistung absolut okay. Sebastian Wessling. Ja, nochmal eine Frage an Marco. Man gönnt ja als Trainer jedem seiner Spieler jede Menge Tore, aber es ist vielleicht auch nochmal besonders schön für einen wie Felix Pastlak, der es nicht immer leicht hat in dieser Saison, dass er dann eben hinten raus dann doch auch ein recht wichtiges Tor heute machen konnte. Sebastian, du sprichst mir heute aus dem Herzen. Ich kann wieder schon nur Ja sagen. Ich gönne sie ihm total, weil Felix ein Dortmunder Junge ist, in unserem Nachwuchs groß geworden, kurz ausgeliehen, dann mal immer irgendwo ein wichtiger Faktor, was die tägliche Arbeit betrifft. Er ist da, wenn man ihn braucht. Er hat dann in der Phase, wo er lange nicht gespielt hat, kam er rein. Mainz, Köln, hat seine Aufgaben erfüllt, hat es gut gemacht. Wir haben gepunktet, hat sich dann verletzt, hat sich jetzt wieder zurückgearbeitet und schießt heute ein Tor. Und es freut mich für Felix sehr, muss ich sagen. Ja. Martin Morawetz. Herr Leitl, Sie haben ja schon gesagt, dass es für Sie im Moment ein bisschen schwer ist, so diese Eindrücke in Worte zu fassen. Aber als die Spieler vor Spielbeginn für Sie auch geklatscht haben, was hat das in Ihnen ausgelöst? Was für Gedanken hatten Sie dabei?
Ja, es sind ja meine Jungs. Und ihr begleitet uns jetzt schon ein ganzes Stück. Und ich glaube auch, dass man das gespürt hat, welche Verbindung da entstanden ist über diesen langen Zeitraum hinweg. Und freut mich natürlich sehr. Und diese Verbindung wird auch immer bestehen bleiben. Und ich glaube, dass mal weg vom Leistungssport, Leistungsgedanken, kann ich sagen, was sicherlich bleiben wird, dieser Kontakt zwischen mir und meinen Jungs. Und ich glaube, dass man dann als Mensch einiges richtig gemacht hat. Marco Wertzinger. Hallo, Herr Leitl. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Jesse Gnankam, der ja ein ganz schweres Jahr hinter sich hat. Wie sehr freut Sie das, dass der nach den guten Leistungen der letzten Woche sich jetzt auch mit einem Tor belohnt hat? Ja, ich kann mir eigentlich an die Worte von Marco dann auch anschließen. Mich freut es natürlich auch für Jesse, ist ja klar. Wir haben den Jungen aus Berlin hierher geholt und hatten große Hoffnungen, dass er uns über die Saison hinweg einfach so verstärkt, damit wir eine realistische Chance haben, auch diese Liga zu halten. Und der kommt hierher, macht ein Spiel, ein Vorbereitungsspiel, wo man schon gesehen hat, welche Qualität in ihm steckt, und verletzt sich im nächsten Training so schwer, dass er die komplette Saison nicht dabei ist oder fast die komplette Saison. Und er war unheimlich fleißig, hat sich zurückgekämpft und jetzt mal so aus einer schweren Verletzung heraus 3 Spiele über diese Distanz zu gehen, hintereinander. Respekt, ist jemand, der ja schon seine Grenzen verschieben kann, ja, der auch den inneren Schweinehund, will ich es mal ausdrucken, überwinden kann. Und deswegen freut mich das, dass er heute dieses Tor geschossen hat. War insgesamt, so wie ich schon gesagt habe, war ein super Moment von uns. Nach Ballverlust, gut umgeschalten, super Pass von Branimir. Und dann macht das auch gut. Und das freut mich natürlich sehr. So, dann kommen wir zu den letzten 2 Fragen. Zunächst Cedric Gebhardt und dann Michael Fischer. Ja, ich habe nochmal eine Frage an Marco Rose. Herr Rose, die Saison ist jetzt fast durch. Sie haben kurz vor Schluss Youssoufa Moukoko gebracht. Der hatte ja keine einfache Saison. Wie beurteilen Sie insgesamt seine Entwicklung? Warum war er heute vielleicht nicht ein Kandidat, ihn auch eher zu bringen? Oder vielleicht war er das auch? Und inwieweit spielt er in Ihren Planungen für die nächste Saison eine Rolle? Ich habe heute kurz vorm Spiel Mucki beiseite genommen und ihn gefragt, weil mir dann ein paar Dinge zugetragen wurden, was heute wieder über ihn berichtet wurde. Die Frage an euch vor allen Dingen ist, wisst ihr, wie alt der Junge ist? Der ist 17. Da redet man eigentlich bei vielen Spielern noch drüber oder bei grundsätzlich bei normalen Menschen, die nicht im Hochleistungssport sind, die sind noch nicht volljährig, sind noch Kinder. Und dann wird geschrieben, der Absturz des Youssoufa Moukoko. Also als ich 17 war, wenn ich sowas hätte über mich ergehen lassen müssen, wenn ich sowas hätte über mich lesen müssen, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Die Themen, die über Mucki über Jahre jetzt mittlerweile aufgebaut wurden, das Hypen, das hat alles nicht Mucki gemacht. Mucki war einfach nur gut im Nachwuchs. Mucki hat Tore geschossen, Mucki ist allen weggelaufen. Mucki hat früh einen guten Weg gemacht im Verein und irgendwann war er dann auch bei den Profis, trainiert dort jetzt eine ganze Weile mit, versucht sich zu etablieren, aber hat natürlich noch Themen. Hat natürlich noch Themen. Und der Sprung vom Jugendfußball in den Männerfußball ist einfach ein riesengroßer. Und er ist bei Borussia Dortmund dann vielleicht, vor allen Dingen, wenn du einen Erling Haaland als Mittelstürmer hast, noch mal größer unter Umständen. Dazu kommt diese Saison eine Menge kleinere Verletzungen, die Mucki immer wieder hatte. Und wir hatten das Thema eigentlich auch schon mal, aber ich muss da heute auch mal ein bisschen deutlich werden. Nochmal, der Junge ist 17. Und natürlich haben wir Mucki auf dem Schirm und wir sind im Austausch. Und natürlich gucken wir, was ist auch das Beste für ihn und seine Entwicklung. Also es ist schon wichtig, dass er dann auch irgendwann Spielzeit bekommt. Kann er die bei uns bekommen? Mich würde es freuen, wenn wir es schaffen, den Weg gemeinsam zu gehen, den nicht einfachen Weg. Und dann werden wir sehen, wo sich die Dinge hinentwickeln. Aber was ich mir wünsche ist,
dass man den Jungen einfach mal auch 17 sein lässt und irgendwo dann auch mal die Kirche im Dorf lässt und ihn in Ruhe sich entwickelt und nicht ihm noch irgendwelche Klötze ans Bein bindet oder Druck aufbaut oder den Verein ins Achtung stellt in einer Situation. Glaub mir, intern sind wir ganz gut beieinander und kommunizieren die Dinge auch sehr anständig. Aber ich befürchte halt, dass das einfach ein frommer Wunsch bleibt. So, Michael, dann darfst du die letzte Frage stellen. Noch eine Frage an Stefan Leitl, natürlich Herr Leitl. Gerade wir gut hat nach dem Spiel das Wort von der Nordtribüne ergriffen und ist auch, fand ich, die ganze Saison über sehr als Kapitän vorangegangen, auch wenn er sehr viele oder einige schwierige Momente in der Saison hatte. Wie oft haben Sie denn auch mit ihm gesprochen? Es ist ja bekannt, dass Sie beide eine sehr, sehr enge Verbindung haben. Und Anschlussfrage, es klang jetzt alles so danach, dass Radimir Gutha die Mannschaft auch in der kommenden Saison als Kapitän einführen wird. Glauben Sie das auch? Ja, ich beginne mit der zweiten Frage. Diese Frage kann nur Branimir beantworten und Rashid. Ob er bleibt? Ja, Branimir ist jetzt in den letzten Jahren natürlich schon zu einer zentralen Figur hier geworden und auch zu einer zentralen Figur für mich. Ich habe... Ich kenne Branimir schon sehr, sehr lange, als er noch in Gladbach war und habe da seinen Weg verfolgt. Und für mich war klar, als die Möglichkeit bestand, mit ihm Kontakt aufzunehmen, um ihn für die Spielvereinigung zu begeistern. Und ich lag da auch Rashid permanent im Ohr, dass ich diesen Spieler haben möchte. Und ich habe es, glaube ich, nach seiner Verpflichtung schon gesagt, dass das ein herausragender Transfer für die Spielvereinigung Greuther Fürth ist und dass das kein Transfer ist, der selbstverständlich ist. Und er hat alle Erwartungen erfüllt, nicht nur sportlich, ja, hat uns in die Bundesliga geschossen. Er war dieses Jahr ja, der Spieler, der über die Saison hinweg die beste Leistung gebracht hat. Ja, ist an mehr als 50% unserer Tore beteiligt. Ist ein herausragender Kapitän in der Kommunikation. In der Verbindung mit Sascha Burchardt, das möchte ich auch erwähnen, der ihn permanent unterstützt hat. Die Jungs haben dafür gesorgt, dass die Mannschaft immer intakt war und dass die Kabine gelebt hat. Und auch mit der Benennung als Kapitän lagen wir richtig, weil ich glaube, dass es ihm einfach nochmal einen Schub gegeben hat. Und jetzt wünsche ich ihm, dass er einfach so weitermacht und so stabil spielt, so gut spielt wie bisher. Und dann wird man sehen, wie die Zukunft für ihn aussieht. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Danke an euch für die Fragen und allen jetzt einen angenehmen Nachhauseweg. Bis bald.